Hallo, moin moin und guten Tag. Ich bin mal wieder am Teich 2 im Angelpark Steinfeld und heute soll es auf Stör gehen. Hübscher kleiner Biri. Super. Da ist der erste mit dem neuen Köder. Mal gucken, ob das so weitergeht. Ja, ich muss zugeben, ich bin heute wieder alleine am Teich. Ich bin alleine auf der Anlage, weil ich eigentlich was machen will über den Teich 1 hinter mir. Der ist nämlich abgelassen und ich möchte einfach mal, das wird ein separates Video, einfach mal zeigen, auch wo da Quellen sind und was einfach auch Betreiber mit so einer Anlage auch noch machen, was da für Kosten auf einen zukommen und so weiter. Wenn sowas abgelassen wird, das wird gekalkt und eben auch ein bisschen zu zeigen, wie kann man denn vielleicht später auch angeln an dem gleichen Teich? Wie ist das überhaupt mit den Quellen, wo kommt kaltes Wasser raus? Ja, und dabei habe ich dann die Gelegenheit ergriffen und habe gleichzeitig ein bisschen auf Stör geangelt, weil wir haben ein paar neue Ruten reinbekommen, und zwar die Steel Trout Light, die gab es ja bislang auch schon. Die gibt es jetzt in einer neuen Version, in der Version Evo. Und es ist eine andere Länge noch dazu gekommen, in 3,30 Meter mit 15 Gramm Wurfgewicht. Ideal eigentlich so zum Störangeln. Und ich habe einen neuen Köder bekommen zum Testen. Uns hat den jemand zugeschickt, der den herstellt in Deutschland, und das ist ein Köder, der aus Fisch gemacht wird. Ja, ich muss den einfach mal testen, ich muss einfach mal gucken, ob sowas funktioniert, weil die üblichen Köder, sowas wie Räucherlachs, wie auch Matjeshering, wie auch Würmer, unser Störteig natürlich auch, funktionieren, ja, das weiß ich, aber immer unter bestimmten Bedingungen. Also Lachs zum Beispiel ist ja so eine Sache, mit Gewaltwürfen ist das immer schwierig, fällt schnell ab, muss man vielleicht einen Gummi drum machen. Dann, ja, wie gesagt, uns ist dieser Köder zugesandt worden, den zeige ich auch noch nicht. Aber mal gucken, ob ich damit angeln kann oder ob der funktioniert. Und ich werde mit drei Ruten fischen, und zwar jeweils mit der Steel Trout Light, einmal in 3 Meter, in 3,30 Meter und 3,60 Meter, also nur mit dieser Rutenart. Und ich werde drei verschiedene Köder dran machen, einmal Matjes, einmal Räucherlachs und einmal diesen neuen Köder, mit dem ich, den will ich einfach ausprobieren und gucken, ob der genauso gut oder genauso schlecht oder besser funktioniert, schlechter funktioniert oder sowas. Wie gesagt, wir haben diesen Köder auch noch gar nicht, aber ich bin halt gespannt, ob er überhaupt funktioniert. Und das gehört eben zu meinem Job mit dazu, sowas auszuprobieren und mal gucken, ob man damit Fische fangen kann. Der Biss ist ein bisschen schwer zu erkennen. Gucken mal, langsam Kontakt aufnehmen. Und jo, das war einer. Jo, da sprang er schon.
also wirklich schwer zu erkennen, der Biss. Da kommt er hoch. Ja, komm her. Schnuffel. Nicht im Schwanz zuerst. Da ist er. Da ist er, Fisch Nummer 2, wieder auf den gleichen Köder. Räucherlachs und auch Matthias hat bislang noch nichts gebracht. Der nächste Fisch, Stör Nummer 2, wieder auf den neuen Köder. Ja, ne? So ist er doch ganz drin. Ja, ich würde sagen, läuft. So, das ist ein Viererhaken und ich habe hier jetzt ein Stückchen Matthias dran. So, nur dass man das sieht, Hakenspitze guckt raus und das ist nicht wirklich groß, das Stück. Also wenn ich jetzt meinen kleinen Finger mal daneben packe, das ist dünner als mein kleiner Finger und so, ja, ein bisschen länger als die erste Kuppe ungefähr. Also kein großes Stück. Genauso mache ich auch unseren neuen Köder dran, aber ne, wie gesagt, den zeige ich noch nicht. So sieht meine Standard-Störmontage aus. Eins sei vorausgeschickt, wir reden hier von kleinen Küchenstören in Angelparks. Große Beluga-Störe oder auch große weiße Störe, ich rede hier von Fischen über 1,50 Meter Länge, leben normalerweise räuberisch, da gelten völlig andere Bedingungen. Hier bei den Küchenstören gibt es aber mehrere Punkte zu beachten. Wie ihr sehen könnt, haben Störe Barteln. Mit den Barteln tasten sie den Boden nach Fressbarem ab. Deshalb ist es wichtig, dass der Köder still direkt am Boden oder ganz knapp darüber angeboten wird. Haben wir festen Boden, kann der Köder direkt am Boden angeboten werden. Ist der Boden mehr oder minder mit einer weichen Schlammschicht bedeckt, dann würde ich den Köder 1 bis 3 cm auftreibend anbieten. Das ist hier im Angelpark Steinfeld aber nicht nötig, weil die Teiche regelmäßig abgelassen und gereinigt werden. Zweitens, Störe mögen es gar nicht, wenn der Köder sich weiter bewegt. Drittens, Störe haben große Brustflossen, mit denen sie sich leicht in der Montage verheddern. Deshalb fische ich mit einem am Boden aufliegenden Vorfach. Viertens, Störe beißen oft sehr spitz. Sie nehmen den Köder ins Maul und bewegen sich danach nur sehr wenig weiter. Deshalb brauchen wir eine sehr sensible Bissanzeige. Außerdem mögen Störe alles, was nach Fisch stinkt. So, jetzt aber zu meiner Störmontage. Für diese Art der Störangelei liegt der Köder mit einem etwa 30 cm langen Vorfach auf dem Grund auf. Das kleine Laufblei von etwa 4 bis 10 Gramm sorgt dafür, dass sich der Köder nicht weiter bewegt. Der Mini-Waggler hat nur ein Gewicht von 2 bis 4 Gramm und dient als Bissanzeiger. Waggler sind schon ausgebleite Posen, die kein zusätzliches Blei benötigen, um zu stehen. Theoretisch könnte man auch eine größere Pilotkugel nehmen. Bei einer reinen Grundmontage bekommen wir die oft zarten Bisse überhaupt nicht mit. Die Montage stellen wir jetzt zu lang ein. Das Blei liegt auf dem Grund auf und die Schnur wird so weit gestrafft, dass der kleine Waggler sich beim geringsten Zug bewegt. Das ist notwendig, weil die Störe den Köder oft ins Maul nehmen und dann einfach liegen bleiben. Ja, ich dachte gerade, wäre der nächste Biss, aber die Pose war nur so ein bisschen, wahrscheinlich vom Wind, ein bisschen unter Wasser getrieben. Ja, Fehlalarm. Thank you.
Ja, jetzt ist er natürlich in die zweite Schnur geschwommen. Da ist er, da kommt er. Oh ja. Der dritte Fisch ist im Kescher. Ja, da ist der dritte Fisch wieder auf den gleichen Köder und zwar immer mit dem gleichen. Beim letzten Fisch war es halt so, die Pose ging einmal runter, tschock, kam wieder hoch, stand dann da. Hätte jetzt auch irgendwas sein können, dass da mal ein Fisch einfach nur, ja, praktisch irgendwas berührt hat oder so. Aber ich bin da wirklich im Augenblick relativ misstrauisch. Ich warte dann nicht länger, sondern ich habe dann Kontakt aufgenommen, habe geguckt, ja, habe dann einen Widerstand gemerkt und habe dann einfach einen Anschlag gesetzt, ja, und der Fisch war dran. Das ist, die Fische sind häufig sehr, sehr, sehr vorsichtig und ja, die nehmen den Köder, blasen den ein paar Mal ein und aus oder sie bleiben einfach drauf liegen und da muss man wirklich dann einfach gucken nach dem, ja, einfach nachgucken wie sozusagen, ist da ein Widerstand dran, ist der Fisch, hat er den im Maul? Ja, und wenn er das hat, dann muss man natürlich einen Anschlag setzen und dann rausholen. Auf Räucherlachs und auch auf Matthias hat sich bislang noch nichts getan. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, ob ich noch ein, zwei Fische fange. Ja, ich bin so um 12 ungefähr hier gewesen, habe mit David erstmal ja, 1,5 Stunden bestimmt Kaffee getrunken und habe dann irgendwann so um 2 herum angefangen zu angeln, überhaupt meine Sachen aufzubauen. Ich musste die neuen Routen auch mal komplett erst neu aufbauen. Und die Montage davon, die zeige ich euch in der Zeichnung. Denn das ist so meine Standardmontage auf Stör, weil der Köder dann unten liegen bleibt und die Schnur eben nicht senkrecht nach oben weggeht und der Stör die Schnur nicht so leicht erfassen kann. Wenn die so ein bisschen mehr liegt, ist das einfach wesentlich besser. Es wird im Allgemeinen immer noch viel, viel, viel zu schwer und zu stark und zu, ja, zu schwerfällig eigentlich auf Stör geangelt. Also ich kann allen Leuten nur raten, eine leichte Montage zu nehmen, wirklich ein kleines Gewicht, was unten liegt, dass der Stör auch nur ein kleines praktisch ja, Gewicht wegziehen kann mit der Pose. Also so eine 2 Gramm Pose, maximal eine 4 Gramm Pose. Aber ich sehe immer noch Leute, die dann haben 40 Gramm Sargblei unten dran und meinen, dass der Stör da jetzt das Ding wirklich da die Schnur von der Rolle reißt. Das kann man wirklich vergessen. Die sind schon sehr vorsichtig und nehmen den Köder und es ist sehr häufig, dass man an der Pose nur so ein bisschen wackeln sieht und gar nicht, dass die richtig weggeht und dann muss schon der Anschlag da sein. Bevor es mit den Stören weitergeht, habe ich noch 2 Sachen. Zum einen gibt es das Gewinnspiel. Dieser wunderbare Adventskalender, gefüllt mit 25 Spoons. Und zum zweiten habe ich noch eine Besonderheit vom Angelpark Steinfeld. Samstag, den 14. Oktober und Sonntag, den 15. Oktober, gibt es eine Butterbrotsdose, gefüllt mit Quarkbällchen, zur Tageskarte dazu. Ja, einfach so als nette Zugabe, kostet kein Geld. Ja, gibt es einfach dazu. Kommen wir zum Gewinnspiel. Zum Gewinn gibt es diesen Spoon-Kalender. Der Spoon-Kalender ist seit dieser Woche auf dem Markt, wird an die Händler ausgeliefert und kostet im Laden 79,99 €. Und es sind 25 Spoons drin, ab 0,7 Gramm bis 4,2 Gramm. Ganz viele verschiedene Spoons in absoluten Sonderfarben. Und ihr könnt einen von diesen Spoon-Kalendern gewinnen. Bedingung, ihr müsst Abonnent sein, ihr müsst einen Kommentar unten drunter schreiben und ihr müsst dieses Video teilen. Und um diese 3 Bedingungen zu erfüllen, habt ihr 2 Wochen Zeit. Am Donnerstag, den 26. Oktober, wird hier im Video, hier auf dem Kanal Mike's Big Trouts, dann der Gewinner bekannt gegeben. Wird gelost
halt aus den Leuten, die einen Kommentar geschrieben haben und die Abonnent sind und die das geteilt haben. Am besten schreibt ihr dann eben da rein, ob euch das Video und ob euch Störangeln überhaupt gefällt. Habe ich geteilt über WhatsApp oder sonst irgend sowas in der Richtung und lasst ein Like da. Ja, Bekanntgabe 26. Oktober hier auf dem Kanal. Wieder durch die andere Schnur. Fisch Nummer 4, tippitoppi. Fisch Nummer 4 und auch wieder auf den neuen Köder. Super. Ich tausche bei den Routen die Köder regelmäßig durch. Also ich habe eben gerade ja mehrere Fische nacheinander mit der gleichen Route, mit dem gleichen Köder sogar oder mit demselben Köder gefangen. Aber ich habe jetzt auch getauscht und mache bei den anderen eben auch jetzt andere Köder einfach dran und werfe auch unterschiedliche Stellen an. Ja, da war ich gerade mit der anderen Route beschäftigt. Da war ich gerade mit der anderen Route beschäftigt und das war jetzt kein vorsichtiger Biss. Upsala. Ja, der ist hinten in der Flosse gehakt. Den mache ich wieder ab und dann kommt er wieder rein. Ja, das war wohl einer von den Fischen, die sich auf meinem Platz da vorne rumgetrieben haben. Der hatte den Haken hinten in der, ja, eine von den Afterflossen. Und ja, den habe ich jetzt eben gerade abgemacht. Der war nicht tief drin, konnte man also wirklich ganz leicht nur konnte man so rausnehmen und dann habe ich ihn wieder zurückgesetzt. Da liegen gerade zwei Posen, vielleicht so da, ist ein bisschen schwierig, da irgendwie so, direkt nebeneinander. Die eine verschwindet immer und auf der einen ist unser neuer Köder drauf und auf der anderen ist Räucherlachs drauf. Bin mal gespannt, ich weiß überhaupt gar nicht, welche Pose ist. Falsch.
zu anderen Linien. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Aber ich glaube, an den anderen ist noch was dran. Ja, die Pose verschwindet hier. Bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich, bewegt sich. Ich muss jetzt erstmal wieder aufkurbeln hier, damit ich hier Kontakt kriege. Kontakt. Kontakt. Und. Da ist er. Hammer. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig kein Stör. Eine hübsche kleine Lachsforelle, die sich den Köder, ja, unseren neuen Köder vom Grund geholt hat. Der muss ja wohl lecker sein. So, ich habe den Fisch jetzt abgeschlagen. Man sieht, die anderen, die Störe waren alle vorne in der Lippe gehakt und die Forelle hat das Ding tief unten drin. Man sieht, ja, der Fisch ist tot, auch wenn er jetzt hier noch zuckt. Ja, man sieht, dass der da drin ist. Und das hat mich jetzt wirklich total gewundert, dass dieser neue Störköder jetzt eben auch Forellen fängt, und zwar vom Grund. Also welche Forelle, bitteschön, frisst vom Grund wirklich was weg? Fand ich schon irre. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man den statt der Bienenmade irgendwo an der oberen Montage, irgendwie eine Pilotmontage oder sowas hinhängt, dass man damit auch Forellen fangen kann, dicht unter der Oberfläche. Aber wie gesagt, den Köder gibt es auch noch gar nicht, sondern also ich denke mal, Januar, Februar oder sowas wird das bestimmt, bis es diesen Köder überhaupt gibt und bis man den überhaupt ganz normal regulär kaufen kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen und ich wollte euch nur so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, was ich sonst so mache. Eben Köder testen zum Beispiel. Also einfach auch, wo es gar nicht darum geht, jetzt hier irgendwie was Besonderes oder zu zeigen, dass ich besser angeln kann als andere Angler oder irgend so ein Quatsch. Das ist ja, wird mir ja auch immer nachgesagt, sondern es geht wirklich darum, dass ich Sachen teste. Und das kann ich natürlich dann auch wirklich am allerbesten, wenn überhaupt sonst niemand da ist. Vor allen Dingen, ich habe hier mit drei Ruten geangelt, weil ich drei verschiedene Köder benutzt habe. Und die haben wirklich nur auf unseren neuen Köder gefangen, gebissen. Das fand ich wirklich erstaunlich. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen und wünsche euch bis zum nächsten Mal jede Menge dicke Fische. Bis dann. Ciao.